Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Ja, neuer Tag. Das heißt, es ist mit der Post was angekommen. Und ich habe es ja schon sehnsüchtig erwartet. Das heißt, wir gucken da jetzt mal zusammen rein, weil ich weiß selber nicht, was da drin ist. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns doch mal einen Blick drauf werfen. Wir packen die Sachen einfach auf dem Aerox aus. Für den Aerox warte ich ja noch auf den Bremslichtschalter. Den benötige ich noch, oder zwei im Grunde, dass man ihn auch über den E-Start starten kann. Und ja, noch so eine Kleinigkeit wie die Gewichte. Sobald die hier eingetroffen sind, werde ich das Ganze dann auch verbauen. Aber heute kommt es nicht auf diesen Roller drauf an. Heute geht es hier drum. Ich möchte das gemeinsam mit euch auspacken. Deshalb Werbung rein. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den kleinsten an. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade selbst nicht, was drin ist. Ich habe nicht nachgeschaut, auch nicht im Handy. Was erwarte ich jetzt noch? Manche Sachen brauchen ja auch noch ein bisschen länger. Von daher würde ich sagen, wir öffnen das einfach mal. Ganz einfach. Ich nutze das Cuttermesser dafür. Oh, das sollte ich mal wieder erneuern. Das Blatt zumindest. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, gerade nicht, was ist hier drin. Und ja, hier öffnen wir es. Genau. Jetzt weiß ich, was das ist. Und zwar habe ich mir neue Stecker besorgt, die ich eben auch sauber und schön verlöten kann mit etwas kräftigeren Kabel. Nicht so dünn, wie ich diese normalen Stecker habe, diese roten, die einfach nur zusammengesteckt werden, sondern ja, etwas besser. Ich würde sagen, ich komme mal ein bisschen näher. Das ist mal eine Kameraposition. Ja, finde ich eigentlich ganz okay so. So hat man auch ein bisschen mehr Überblick. Auf jeden Fall sind das richtig schöne Stecker, die sich auch wirklich richtig schön einrasten und auch wasserdicht sind. Ihr kennt das wahrscheinlich, meistens hat das eine CDI, hier diese Dichtung drumherum oder diverse Stecker auf jeden Fall, wo es drauf ankommt, dass kein Wasser dran kommt. Und ich muss jetzt mal gucken, diese beiden Stecker gehören ja nun zusammen und werden dann letztendlich so zusammengesteckt, bis sie eben auch einrasten. Dann dichtet sich das hier hinten auch schön ab, also hier. Und ja, das ist auch eine feine Sache. Das sind auf jeden Fall Stecker, die rutschen auch nicht auseinander und sind auch noch gleichzeitig wasserdicht. Da habe ich mir den Satz habe ich über Wish bestellt. Genau, deshalb wie gesagt Werbung drüber, am besten gleich Dauerwerbung. Ihr wisst warum. Auf jeden Fall, ja, also ich finde das super. Das sind 10 Stecker davon. Also 10 mal von diesen und 10 mal, also Männchen und Weibchen, sagen wir mal so. Zack, zusammen. 10 Stück an der Zahl, da kann ich einiges mit bauen. Dann habe ich ja noch bei eBay gestöbert. Und das weiß ich zumindest, dass das von eBay ist. Den Inhalt, ich glaube, ich kann es mir schon denken, aber ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher. Deshalb würde ich sagen, wir schauen auch da mal rein und öffnen das einfach mal. Cuttermesser in Einsatz und einmal rüberziehen. Und wir haben hier auf jeden Fall einen Karton. Von Klappern her könnte ich mir schon denken, was es ist. Aber wie gesagt, ich habe genauso viel Ahnung wie ihr in dem Moment. Ich weiß zwar, was ich bestellt habe. Also zumindest
vom Gedanken noch her. Aber meistens, ja, habe ich das bis dahin schon wieder vergessen. Aber hier, okay. Und zwar, das sind unsere Sicherungen für diverse Schläuche, das heißt für einen Benzinschlauch, für einen Unterdruck, für Ölzufuhr, alles was so an Roller, nicht nur Roller, auch Motorrad oder sogar Auto, wo man das hier nutzen kann. Deshalb dachte ich, ich bin da drauf gekommen, gerade hier bei den Aerox, weil alle Schläuche einfach nur aufgesteckt sind, aber nicht richtig gesichert sind. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Falsch Luft ziehen, Sprit läuft vielleicht über den Schlauch dann trotzdem aus, obwohl er über den Vergaser gesteckt ist oder über den Benzinhahn. Deshalb bin ich da drauf gekommen, wo ich dachte, das könntest du doch mal nachrüsten, weil sowas hast du ja gar nicht mehr. Und ja, das sind eben die Sicherungen für die Schläuche. Auf jeden Fall, damit sichert man alles. Und da komme ich auch mal ein bisschen näher mit. Ich öffne das Ganze mal. Und zwar, ja, von klein bis groß und noch kleiner und noch größer. Ich darf es nur nicht ausschütten. Das sind unsere, ich sage mal, Sicherungsklammern. Fachbegriff weiß ich gerade nicht. Ihr wisst, von was ich rede, ich glaube. Und das hat schon oder haben schon einige an ihrem Roller oder Motorrad oder sogar im Auto gesehen. Also, deshalb braucht man immer, auf jeden Fall. Ja, diese zwei Sachen sind angekommen. Und wie gesagt, ich möchte euch sowas nicht vorenthalten, deshalb mache ich einfach ein Video darüber. Das sind ja immer Sachen, das freut mich dann, wenn ich sowas hier habe, weil dann bin ich unabhängig und kann schalten und walten. Brauche ich hiervon was, nutze ich es. Brauche ich so einen Stecker, nutze ich ihn und fertig. Deshalb, die Garage wird immer voller und ich weiß schon gar nicht mehr mit den Teilen wohin, sprich sogar Werkzeug. Deshalb muss ich teilweise Anschaffungen machen, um überhaupt irgendwo ja, noch was unterzubekommen. Wofür ich mich nochmal bedanken möchte, ist, mein Kanal findet ja wirklich immer mehr Anklang und das sind die Leute, wie gesagt, die mich immer aufrechterhalten und was mir dann natürlich doppelt so viel Spaß macht, wenn ich sehe, der ein oder andere stößt immer noch dazu. Auf jeden Fall können wir munter weitermachen. Es ist genug zu tun und es geht ja nun wirklich jeden Tag Schlag auf Schlag weiter. Ob Samstag oder ob Sonntag, ob Feiertag, wir ziehen hier durch. Da gibt es keinen Stillstand. Deshalb, wir schauen mal, was noch alles so kommt. Deshalb, ziert euch nicht. Habt ihr Lust, Videos zu machen, wie ich jetzt hier über YouTube? Macht es einfach. Macht und gut ist. Es kräht kein Hahn nach. Aber ihr müsst eben ein bisschen Zeit investieren, wie ich auch. Und ich investiere ja nun wirklich mehr Zeit, als zur Verfügung ist. Deshalb, wollt ihr auch einen Kanal eröffnen? Denkt nicht lange drüber nach. Versucht es einfach und tut es. Auf jeden Fall, mir tut es gut. Mir macht es viel Spaß. Und was will man denn mehr? Hauptsache, man ist glücklich mit seinen Sachen. Was mich natürlich sehr freuen würde, wenn ich mit anderen Schraubern mal zusammentreffen würde oder vielleicht zusammen sogar mal was schraube und das sogar noch in Einklang ist, dass man sagen könnte, Mensch, das hat richtig Spaß gemacht, sowas möchte ich weitermachen. Mit anderen Schraubern einfach ein bisschen harmonieren und zusammenarbeiten. Das wäre natürlich noch mein größter Wunsch mit. Habe ich aber auch schon mal in den ein oder anderen Video auch angesprochen, weil
Was gibt Schöneres, wenn Schrauber unter sich sich austauschen und dann vielleicht, wie gesagt, noch harmonieren. Deshalb, also hat jemand Lust drauf, muss ja kein Schrauber sein. Es darf auch jemand sein, der einfach nur Lust darauf hat, mit mir was zusammen zu machen. Gerne. Auf jeden Fall, ich habe noch ein kleines Thema anzuschneiden, und zwar, das betrifft Bernd. Ihr habt mitbekommen, dass Bernd eben taub ist, aber sprechen kann und ja, Gebärdensprache sprechen kann. Wir sind immer noch auf der Suche nach Rollerfreunde für ihn sozusagen. Also Bernd würde sich wirklich riesig freuen, wenn der ein oder andere noch dabei wäre, wo er sich mit unterhalten könnte. Deshalb schaut doch mal, vielleicht findet ihr jemanden oder seid sogar selbst dabei. Ich würde es gerne weiterleiten, weil Bernd freut sich, wenn er noch den einen oder anderen an seiner Seite hat, wo sie vielleicht sogar zusammenschrauben könnten. Das wäre natürlich auch nochmal was Schönes, dass er nicht immer nur zu mir kommen muss, sondern dass er mit jemandem zusammen oder sich zusammensetzen kann und schrauben kann und sich sogar austauschen kann. Das wäre natürlich mal eine ideale Sache. Deshalb schaut doch bitte mal rum. Vielleicht könnt ihr da selbst sogar Kontakte knüpfen, um das an Bernd weiterzugeben. Ohne weiteres über mich natürlich. Gerne. Auf jeden Fall, Bernd wird auch noch mal hierher kommen, weil wir wollen ja noch seinen Bremssattel einbauen, aber der ist noch nicht angekommen. Wir schreiben über WhatsApp immer hin und her. Hat er Neuigkeiten? Fragt er mich oder sagt mir Bescheid? Sagen wir mal so. Auf jeden Fall, für jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Tschüss.